Penis kommt aus Latein, heißt Schwanz. USA. Wir üben gerade den. Glottisschlag. Ist das hier ein Cold Opener? Kann auch ein heißer Opener sein. Ja, dann müssen wir uns noch ausziehen. Beverly Hills Ninja. Eigentlich was. Hey, boy. Hallo Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Rinko. Tinko. Und Herr Rinko. Ich dachte an Hinko, aber ich auch, okay. Aber naja. Nee, das ist ja falsch. Bist ja ganz edgy. Na, aber wie? Das ist der Wahnsinn. Also hier, wir sind in Dreifaltigkeit zusammengekommen, um euch hier die Woche nahezulegen. Und da ging einiges. So viel, dass Herodes erstmal einen kräftigen Schluck Gessner in sich reinzwirbeln muss. Ja, hab Gessner jetzt alle gemacht. Gut. Nie mehr Gessner. Ja. Es war eine Woche voller Tagen. Voller Tage, echt. Diverse so viele, Tage, aber verschiedene so viele Tage, auch, ne? so viel Wetter. Ja. Ja, ein Sonntag auch sogar, aber der ist erst noch, also jetzt quasi. Bis heute. Heute Sonntag. Ist der beste Tag. Geht. Am Sonntag. Sonntag ist Brennpunkt, sonst würde ich dann übelstes Loch fallen jeden Sonntag. Ja. Was machst du morgen? Also was machst du im Podcast eigentlich? Hörst du dir selber zu? Nee, ich höre Brennpunkt, wenn ich nicht drin bin, nur. Ja, kann ich verstehen, ich auch. Ich höre nur, wenn ich drin bin. Okay. No. Ja. Gut. Hallo Leute. Na, wie ist es? Was geht? Ist noch Krieg, ich glaube. Ich glaube schon. Es ist noch Corona, aber was vor allem ist... Das ist ja langweilig hier. Aber es ist vor allem was ganz anderes. Ja, überall kulturelle Aneignung. Oh. Überall. Mm. Überall. Wir müssen darüber reden. Es tut mir sehr leid. Ja, ich finde, wir laufen langsam weltweit echt in ein Problem rein. Ja. Ja, weißt du. Ja, die Welt brennt. Überall tragen Leute einfach Dreads. Ja, und machen Hip-Hop von schwarzen Haare. Leuten, die... Ja. Also schlimm. Ja. Wir können ja heute so das aktuelle Thema anreißen, aber es gibt noch einen Hörerwunsch zu dem Thema, den sich, weiß nicht, ob wir das sagen sollen, eine hat sich das gewünscht als Hörerwunsch zum Thema kulturelle Aneignung, auch ob Dudelsack spielen. Wer könnte das wohl sein? Kulturelle Aneignung ist, wer kann das sein? Ja. David Hein vielleicht? Wahrscheinlich. Also wir können mal das aktuelle Thema wenigstens ansprechen, ja, ja, was aktuell ab ist. Tingo, was ist denn passiert? Ja, es ist was passiert. Was zur Hölle war denn das für ein Geräusch? Das war das Video, was trendet auf Reddit, glaube ich. Das hast du nicht bei dir gerade abgespielt. Weiß ich nicht. Weil dein Computer ein Virus drauf hat? Wahrscheinlich. Das war ein Jingle, das war Absicht. Ah, okay. Ich hatte ein bisschen Angst auch. Ja. Also das Thema der Woche. Jingle Time. Fridays for Future hat sich jetzt entschieden, ähnlich wie Nordkorea jetzt ein Frisurengebot vorzustellen. Mhm. Mit Frisuren, die auf den Demos erlaubt sind. Und nicht mehr erlaubt sind Dreadlocks für Menschen, die einen Hautton haben, den man als weiß definieren könnte. Ist es definiert? Gibt es da so ein Kärtchen wieder bei Ikea? Bei Family Guy. Genau, Family Guy Kärtchen. Genau. Ab welchem Ton, ne? Ich meine, bei Baumärkten, ne? Also so für die Tapete kannst du ja auch so ein Ton aussuchen. Ist es für Latino-People in Ordnung? Und für The Rock zum Beispiel, der ist ja auch so nicht ganz schwarz, aber so ein bisschen. Mhm. Hätte Michael Jackson noch Dreads tragen dürfen? Dann nicht mehr nach der Operation. Schwierig, ne? Ja. Aber eigentlich hat er sich ja weiße Haut angeeignet, das finde ich ja auch nicht okay. Da hätte man den eigentlich mal canceln müssen für. Ja, das stimmt, der Michael. Es gibt so ein lustiges Video, wie er vor so ganz vielen Schwarzen steht und dann irgendwie sagt, wir Schwarzen haben es satt, unterdrückt zu werden, wo er aber schon richtig blass war. Mhm. Das fand ich, wenn man es nicht weiß, ist es sehr ironisch, dass er mal schwarz war. Er war ja immer noch schwarz, aber halt nicht mehr optisch. Mhm. Okay, also ich finde, das ist natürlich ein sehr vernünftiger Schritt, den man da macht, weil wenn die Welt brennt, dann ist das Wichtigste, was man unbedingt klären muss, welche Frisuren haben wir. Mhm. Ich habe ganz vergessen zu sagen, es geht um eine Musikerin, die auftreten sollte in Hannover, glaube ich, bei Fridays for Future, beim Klimastreik, der am Freitag war. Und diese trug halt Dreadlocks und wurde kurz vorher ausgeladen. Was sie jetzt nicht kommentierte, nur mit, es ist schade, dass man aufgrund von Äußerlichkeiten ausgeladen wird. Aber sie hat zu dem Thema noch nicht viel gepostet und ich bin gespannt, ob sie noch was sagen wird dazu. Muss sie auch gar nicht. Ich fand am besten einfach den Satz in dem Schreiben an sie, wir sind bereit, dich aufzunehmen, wenn du dir bis Freitag die Haare schneidest. Ja. Das ist irgendwie so sowas von gestrig. Klingt irgendwie wie meine Oma früher. Ja. Kannst vorbeikommen, wenn du dir die Haare schneiden lässt. Guck mal, wir sind die von Fridays for Future. Kannst ja kommen, aber musst spuren.
Ja, also ich weiß nicht. Ich verstehe schon irgendwie diesen Grundgedanken, aber ich glaube, das ist wieder so eine Debatte, die von Weißen vor allem geführt wird. Und ich kenne jetzt nicht so viele POC, People of Color, aber die ich kenne, die sagen durch die Bank weg, also ich habe mit im letzten Jahr vielleicht mit 3 Leuten gesprochen, die betroffen sein könnten, die halt People of Color sind. Und alle 3 sagen zumindest, dass es okay für sie ist. Und ich kenne auch jemanden, der Dreadlocks getragen hat, bis vor wenigen Jahren noch. Der hat sie von Schwarzen bekommen, die das cool fanden. Also mein persönlicher Umgang, meine Erfahrungen damit sind, dass sowohl die Personen, mit denen ich Umgang habe, zum großen Teil, wie auch die People of Color, das nicht schlimm finden, wenn man das macht. Es ist doch auch Quatsch, Mann. Also wir können uns gerne immer noch eine Person einladen, die vielleicht eine absolut gegnerische Meinung hat, so, aber ich habe ja das Beispiel auch schon oft gebracht, wo ich mitgehe bei kultureller Aneignung, wenn zum Beispiel so ein Indianer da ist, der sich irgendwie sein Leben lang sein Ding verdienen muss, weißt du, jede einzelne Feder oder wie das da läuft, und dann gehst du zu Fasching als, ich habe jetzt schon Indianer gesagt, oh mein Gott. Das I-Wort. Bald gibt es für jeden Buchstaben einfach so ein Wort, ne? Das Z-Wort. Ja, das ZZ-Wort ist jetzt auch verboten worden in 2 Bundesländern. Egal, kommen wir später zu. Das Wort für ungarische Art? Z-Wort? Das ist einfach nur das Z, was für pro-russischen Krieg stehen soll. Ach du Scheiße. So, und wenn dieser Aborigine oder Native American oder whatever sich da seine Federn verdient und dass das halt einen richtig großen Stellenwert hat und weißt du, er muss dafür irgendwie jahrzehntelang irgendwas tun und dann kommt man her und sagt, guck mal, haha, ich hab das auf, so, dann kann ich verstehen, dass das irgendwie schwierig ist. Aber wenn einfach nur jemand sagt, yo, hier, cool, coole Haare, will ich auch haben, ich appreciate das, was du machst, ich finde das ästhetisch, cool. So, und also dann müsste man ja auch auf Fridays for Future irgendwie Rap verbieten, weil das von ursprünglich Schwarzen... Oder Gras rauchen, oder ja. Oder Blues. Ich meine, wer kifft denn da nicht? Also ich ja selber nicht, aber viele, die auch sich da engagieren, sind ja auch eher linksorientiert, und in meiner linken Bubble sind sehr viele Menschen, die Marihuana konsumieren, die Cannabis rauchen. So. Und das ist ja, glaube ich, auch jetzt nichts unbedingt Deutsches oder Europäisches von weißen Leuten. Wir Deutschen, wir werden nur noch Löwenzahn rauchen. Und krass, dass das so geframed ist. Also wieso können wir denn jetzt nicht mehr Sachen machen, die von woanders kommen? Ja, es geht bei dem Punkt eben darum, dass es eine Bewegung war von den Schwarzen, um sie von den Weißen abzuheben damals, weil die echt schlecht behandelt worden sind. Und die wollten irgendwas tun, damit sie sich abheben können von der weißen Mehrheit. Das für Gras gilt das ja nicht, oder? Nee, für Gras nicht, aber es geht um die Dreadlocks, dass sie etwas machen wollten, um sie abzuheben von der weißen Masse, und haben sich diese Dreadlocks gemacht, die dann als für die weiße Masse als unhygienisch galt und als eklig galt. Das war aber so ihr Protest sozusagen. Daher kam das. Wobei es auch Studien gibt und historische Aufzeichnungen, dass es Dreadlocks auch in anderen Kulturen schon gab in der Form. In Polen gab es schon um 1800, bei den Wikingern gab es sie auch schon. Das heißt, es ist keine Erfindung. Unbedingt. Das ist ja auch heute nicht mehr so. Also wie lange soll das Spiel denn gehen? Wenn wir jetzt in 10.000 Jahren immer noch existieren, dann heißt es dann immer noch, ja, aber vor 11.000 Jahren, da haben die Schwarzen mal sich da, also, weißt du, was ist denn die Halbwertszeit davon? Es ist eben zu Ende gedacht, es ist problematisch. Ich verstehe es jetzt noch, darauf aufmerksam zu machen, dass die Dreadlocks woanders herkommen und so, und dass man sich darüber vielleicht informieren sollte und so weiter. Aber ich glaube, langfristig gesehen führt das zu einer Art von Rassentrennung. Also langfristig gesehen. Das ist ja nichts Schlechtes. Wenn man das Wort im Mund nehmen will. Ich finde das Wort sehr haarisch, aber es ist ja nun mal so, dass dann irgendwie heißt, gewisse Frisuren und gewisse Stile und Kultureigenschaften sind nur noch für bestimmte Hautfarben gedacht. Und das ist ja irgendwie rückschrittlich. Man will ja eigentlich eine multikulturelle Gesellschaft haben, die sich beeinflusst gegenseitig. Ja, und es war ja schon immer so, dass man sich beeinflusst hat multikulturell. Und es ist ja jetzt auch nicht anders. Das Geile, was ich dir geschickt habe, dass die ganz rechten Extremisten sagen, ey, das kannst du nicht machen, das machen nur Schwarze, das ist ja ekelhaft. Und die ganz Linken sagen jetzt, das kannst du nicht machen, das dürfen nur Schwarze. Ja, genau, ja. Was das Nervigste an der ganzen Sache ist, wir haben jetzt irgendwie 10 Minuten nicht einmal über die Erderwärmung geredet. Ja. So, das ist halt kacke. Wir reden von Fridays for Future, die so ein Thema haben sollten, meines Erachtens. Und die Diskussion könnte man sicherlich in einem anderen Kontext fortführen, aber wenn wir eine Klimademo haben für das wichtigste Thema der Welt, und dass dann nur noch das übrig bleibt, finde ich schon schade. Also ich glaube, Fridays for Future sollte ein bisschen bei den Wurzeln bleiben, oder es sollte sich eine Klimabewegung finden, die halt wirklich nur thematisch Klima hat und nicht irgendwelche
Ideologien da irgendwie zum Thema macht. Ich gehe jetzt auch mal eine verhältnismäßig kontroverse Sache ein. Ja? Also ich finde, wenn es jetzt bei Impfgegnern und so ist, verstehe ich das, wenn da jemand zum Beispiel jetzt mit Hakenkreuzfahne mitläuft, dass das gar nicht geht und so, dass dann da gleich alle, die da nichts dagegen sagen, machen sich mitschuldig und so. Mhm. Aber wenn jetzt jemand ohne Hakenkreuzfahne natürlich, aber halt irgendwie Nazi, ohne irgendwie Nazi-Propaganda zu machen, aber dann halt mitläuft, finde ich, das muss genauso passieren. Also müssen, ja, um dieses Problem zu lösen, müssen alle an einem Strang ziehen. Da muss auch Russland mitmachen, da muss fucking Nordkorea mitmachen eigentlich. Und deswegen finde ich es so schwierig, so krass auszusortieren, wer da jetzt, na gut, sie darf ja wahrscheinlich da in der Menge mitlaufen, aber sie durfte nicht auf der Bühne auftreten, ist nochmal was anderes. Aber weißt du, alleine diese Message von wegen, da guck mal aber jetzt genau, wer hier mitmachen darf, dabei müssen wirklich alle eigentlich mitmachen. Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, also das sehe ich ähnlich, aber man muss aufpassen, dass dann irgendwelche rechten Gruppierungen das nicht für sich beanspruchen, weißt du, und dann irgendwie posten, wir sind bei Fridays for Future gewesen und Umweltschutz ist Heimatschutz und so weiter und dann sieht man irgendwie... Ja, aber wenn es den Effekt hätte, dass es halt Umweltschutz gibt, ist es dann was Schlechtes? Nee, es kann ja auch den Effekt haben, dass viel mehr sich in rechte Gruppierungen einordnen und dass die auch eine Legitimation bekommen, wenn sie dann mitlaufen. Aber das finde ich immer noch weniger schlimm, als wenn die Welt untergeht. Ja. Ja, die Welt geht auch unter, wenn die rechten Strömungen immer größer werden. Na. Ja, aber nicht in der Geschwindigkeit wie durch den Klimawandel. Aber ich denke, dass es rechten Gruppierungen tendenziell eher egal ist. Also ich glaube nicht, dass die AfD jetzt bekannt dafür ist, zum Beispiel... Aber es wäre doch gut, wenn die AfD plötzlich für radikalen Klimaschutz stehen würde, oder? Aber wenn dann ohne diese komischen... Ja, klar, wenn es ein Grundkonsens wäre. Ich meine, die sind ja auch jetzt gegen Mord, zum Beispiel die AfD. Dass man nicht mordet oder klaut oder so und so weiter. Das ist ja klar, so ein Grundkonsens, das stimmt schon. Aber so als Label fände ich es schwierig, wenn die AfD... Keiner spricht von Label, es geht nur darum... Partner wäre von FFF. Nein, nicht offizieller Partner, das wird ja auch nicht passieren, das ist ja was ganz anderes. Mir ging es darum, dass eigentlich, und ich habe ja bewusst einen bisschen kontroverseren Ansatz gewählt, aber eigentlich müsste man alle reinholen, statt Leute auszuschließen. Mhm. Ja, aber du hast recht, es muss dann passieren, ohne irgendwelche Labels und Fahnen, ja. Ja, klar. Man sagt dann nicht, wir laden jetzt die AfD Berlin ein mit Zoom-Maschinen, sondern wir sagen halt, die Menschen, die da... Die AfD wählen, sind auch willkommen, damit wir halt möglichst viele Menschen auf die Straße bekommen, dass sie auch dabei sind, Umweltschutz zu betreiben. Das sehe ich vielleicht noch ein. Das ist eigentlich auch, ich muss dir mal eine Lockerung reinbringen. Es ist richtig geil, weil ich hier Knoblauchpizza gegessen habe und jetzt von Herodes dieses Blubberwasser bekomme. Freut Knoblauch, mich. Geil. Hatten wir auch gestern. Vegane Bolognese mit Knoblauch, übelst geil. Richtig fett. Also ich konnte diesem Diskurs auch nicht entkommen, deswegen sprechen wir das hier nochmal, aber wie Herr Rodes schon sagt, ne, eigentlich sollte es um was ganz anderes gehen. Ja. Es ist halt auch, um nochmal dieses brennende Haus hier reinzuholen, was wir im Vorgespräch hatten. Da brennt ein Haus und dann sagt jemand, Moment, aber die Feuerwehrleute, die dürfen diese Frisur nicht haben. Ja, es macht halt lächerlich irgendwie, ne. Ich will nicht sagen, dass ich mit der Meinung 100% korrekt bin, aber ich will damit sagen, ich verstehe es aktuell nicht. War auch meine linke Bubble ist sehr gespalten. Ich habe auch eine Instagram-Umfrage gemacht zu dem Thema und Menschen, wo ich gedacht habe, dass sie denken wie ich, denken aber teilweise anders und umgekehrt, ja. Also auch mein Freundeskreis ist sehr gespalten in dem Thema und die einen sind dafür und die anderen sind gegen Dreadlocks bei weißen Leuten. Und das ist sehr, sehr kontrovers und ich bin gespannt, wo es die Debatte hinführt. Und wir haben noch bald einen Hörerwunsch zum Thema, wo wir eine Stunde nur über das Thema reden. Und ihr dürft ihr gerne auch Beiträge schicken über Instagram, über YouTube-Kommentare, whatever. Ich sehe es mir ja auch gerade an. Tino wird ja von links und rechts angerülpst. Das ist absolut widerlich. Aber was ich mir an... Ich bin frontal nach vorne weggerülpst. Ich bin überall, weißt du? Eieiei. Aber also was ich ja bei dir zum Beispiel lese, Cultural Appropriation, ganz einfach, keine Diskussion. Das ist für mich das Schwierigste von allem. Also, ich glaube, die Person hört auch den Brennpunkt tatsächlich. Ja, dann lass dir gesagt sein, liebe Person, alleine zu sagen, keine Diskussion, ist halt irgendwie überhaupt gar nicht gut. Ja, vor allem, wenn man in so einer Diskussion dieselben Argumente immer und immer wieder hört und irgendwie der Horizont sich nicht besonders erweitert bei der ganzen Sache. Ja. Und es werden immer nur dieselben Sachen nachgeplappert, die man schon tausendmal gesagt und gehört hat und man kommt ja trotzdem nicht weiter. Und ich finde, das zeugt ein bisschen davon, dass sich keine Gedanken gemacht werden. Und ich finde halt auch einfach grundlegend schwierig, wenn man solche Schlagwörter hat. Ob das jetzt Cultural Appropriation ist oder auch linksgrün versifft oder auch vielleicht auch sexistische Kackscheiße oder vielleicht auch Nazi. So privilegiert, ja. Mhm. Das sind halt alles so Schlagwörter. Ich sage nicht, dass da auch, ne, da ist ja auch was dran so. Aber wenn man einfach nur sagt, ey, du bist privilegiert und dann ist der Gedanke zu Ende. Du hast keine Ahnung, darfst halt keine schwierig. Meinung dazu haben, genau.
Ich hatte auch gerade den Gedanken zum Thema Ehe für alle, ja. Bei der Ehe war es ja auch erstmal so, dass die konservativen Heteros gesagt haben, die Schwulen dürfen nicht heiraten, weil das ja irgendwie unsere Kultur ist, ja. Heteros heiraten traditionell. Wenn jetzt die Homos auch noch heiraten, verlieren wir ja irgendwie unseren Stellenwert. Mhm. Es gab Homo-Ehe, es ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Und vielleicht kann man dann einen Vergleich ziehen und sagen, okay, in der Vergangenheit haben halt vor allem schwarze Dreadlocks getragen, jetzt tun es aber auch die Weißen, aber das nimmt ja die Kultur nicht weg, sie verbreitet sich ja viel mehr und öffnet sich eigentlich und wird wann das zum großen Einfluss, weißt du? Vielleicht kann man es ja auch so betrachten. Man macht sich doch die Haare nicht, um das zu verspotten, sondern weil man das gut findet. Ja, verspotten geht es, glaube ich, gar nicht. Es war ja auch ein bisschen so mit dem Rock'n'Roll damals, mit Elvis Presley, dem wurde auch vorgeworfen, jetzt im Nachhinein kulturelle Aneignung gemacht zu haben, weil er nämlich die Musik, die aus dem Schwarzen kam, in Mainstream brachte. Und natürlich ausgerechnet der weiße, gut aussehende junge Mann da steht und das daraus halt Profit zieht, weißt du? Ja, aber Chuck Berry war genauso groß, Little Richard war auch groß, also... Aber nicht wie Elvis, also würde ich nochmal eine kleine Grenze ziehen. Der war richtig krass im Mainstream oben. Klar, auch schwarze Rock'n'Roll-Sänger gab es zuhauf und sehr erfolgreich, aber Elvis war ausgerechnet derjenige, der übelst groß war. Ausgerechnet, der war halt weiß und hatte immer nur so Schwarze in der Band, weil sie im Background standen. Auch dieses Bild schon. Die Schwarzen stehen im Hintergrund, machen die Musik, während er vorne halt brilliert und halt singt. Und selber keinen Song schreiben kann. Aber das wiederum finde ich dann vielleicht auch einfach schwierig zu sagen, dass das nur daran lag, dass er weiße Haut hatte. Nee. Das kann man erstens nicht wissen und zweitens glaube ich das auch nicht, weil ne, der hatte halt ein gewisses, was weiß ich, ich bin nicht so Elvis-Fan, was hatte der? Sex Appeal und hat die Stimme und seine Schmalzlocke und so. Da würde ich kurz widersprechen, dass es da keine Studien gibt. Es gibt so Studien, die habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen zum Thema Online-Dating, dass Menschen, die nicht weiß sind, viel mehr weggeswiped werden und viel weniger Erfolg im Online-Dating haben. Wobei ich auch aber ist das in Afrika auch so? Da die Frage stellen muss, wer sind denn da eigentlich die Rezipienten gewesen? Also wer hat denn das entschieden? Ich glaube, es ist irgendwie logisch von der Evolution her, dass, ich will jetzt nicht in der Rassentheorie abschweifen, ich meine nur, aber nur, dass man ja eher Menschen vielleicht swiped, denen man selber ähnlich ist, weißt du? Wenn man als weiße Person vielleicht eher sich mit Weißen identifizieren kann und die vielleicht viel mehr nach rechts swipe und unterbewusst. Es gibt ja zum Beispiel Weiße, die auf Asiatinnen stehen. Ja, es sind ja immer so irgendwelche, ich will es nicht Ausnahmen nennen, aber es gibt ja... Guckst du mich da jetzt so an? Weiß ich schon nicht. Hat's da eine, hat's da alle? Nee. Oh nein. Aua. Oh Mann. Ja. Ich will nur sagen, jetzt musste ich Tino mal in die Bredouille bringen. Das ist echt schwierig gerade. Ja. Nee, ich meine ja nur, man findet ja Menschen eher auch attraktiv und anziehend, die einem selber ähnlich sind. Ja, hat ja viele Faktoren, irgendwie, ob es Weltanschauung ist, die Art ist, auch die Hautfarbe vielleicht, die Herkunft, die Sprache, die Kultur, die man hat. Und dann tendiert man vielleicht eher zu Menschen, die auch weiß und atheistisch sind, als Menschen, die irgendwie andere Hautfarben haben. Kann ja sein, dass es auch Teil der Studie war. Will ich mal in den Raum werfen. Ich will nicht sagen, dass es so ist, aber kann ja sein. Ja gut, würde ich bei mir persönlich jetzt subjektiv nicht sagen, dass das so ist, aber kann natürlich in der Mehrheit so sein, wie du sagst. Das ist natürlich schwer zu sagen. Und auch in Hollywood, ja, sind ja auch zu 80% irgendwie weiße Hauptdarsteller so und Darstellerinnen und viel weniger schwarze, weiß ich. The Rock ist der bestbezahlteste und bekannteste, größte Schauspieler. Selbst der ist ja leicht. Will Smith war auch lange Zeit ganz oben. Also, ja klar, aber in der Masse, wenn du mal auf den roten Teppich guckst, das sind ja schon also 80% Weiße. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Zahl aus der Luft gegriffen, aber wahrscheinlich ist es nicht 50-50. Nee, das auf keinen Fall. Okay. Oder Oscar-Preisträgerinnen, ja, das sind ja auch so ganz großen Teil weiße Leute. Wo kommen wir jetzt thematisch gerade her? Weiß ich nicht genau. Ja, kulturelle Aneignung. Wir können auch gerne abschließen. Aber ich finde Was eignen sich die Schwarzen unsere Oscars an? Das sind die wahnsinnig. Das ist ein Minenfeld so. Und das ist ein Thema, wo auch wieder hier drei Weiße irgendwie auf der Couch sitzen. Und da kommt's wieder. Drüber philosophieren. Ja, ich versuche eher die Beta-Diskussion zu führen, weil, wie gesagt, mich nervt am meisten, dass der Klimawandel irgendwie nicht mehr besprochen wird, obwohl die eine der wichtigsten Demos wieder war. So. Ja, das voll. Ist das Ding. Drachenlord! Drachenlord, komm. Den gibt's auch noch. Mhm. Und, was ist mit dem? Du hast da ja Tiefenrecherche gemacht. Gar nicht mal so viel, ne? Jetzt haben wir alle gedacht, jetzt geht er endlich in Knasti. Vor 2-3 Tagen war der hier verhandelt. Ich habe das nicht gedacht. Ich würde das eigentlich auch nicht wünschen. Mhm. Der hatte Bewährung. Ja. In der Bewährung hat er wieder jemanden mit einer Lampe verprügelt. Und hat dann 2 Jahre aufgepumpt bekommen, ist dann in Berufung gegangen, oder die Staatsanwaltschaft. Mhm.
und ist jetzt nicht freigesprochen worden, sondern irgendwie ein Jahr auf Bewährung und Geldauflagen, glaube 2500 Euro. Und muss so Therapiesachen machen, sodass er wieder sich in normales Leben eingliedert und ein bisschen mit seinem Zorn zurechtkommt. Ja, das finde ich am besten. Und ich wünsche mir einfach, dass sich wirklich mal jemand dediziert um ihn kümmert, dass er ein bisschen auch diese Paranoia mit den Hatern wegkriegt, dass er in ein halbwegs normales Leben kommt. Weil ich glaube nicht, dass dieser Mensch halt völlig verloren ist, sondern eher, dass ja, wie sag mal, sein Umfeld, dass er sich möglicherweise auch selbst aufgebaut hat, aber dennoch zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Aber wenn man ihn sich selbst überlässt, ist er halt dem Tode geweiht, allein weil er nur Müll in sich reinstopft. Das weiß ich gar nicht, krass. Also ja. Ist es bekannt? So? Ja, man sieht ja, dass er nicht so gesund aussieht. Ja, aussieht, also vor Jahren mal seinen Einkauf gezeigt und da war halt wirklich nichts, was Nährstoffe hat. Also für 99 Euro eingekauft, Fettigbrezeln, Ü-Eier, Kalender, Schoko, Lasagne. Kalender haben echt keinen Nährwert. Toll. Das war kein Gemüsekalender. Ja, so, nur übelst viel Energy-Drinks und halt massiv diese Gefrierprodukte halt, ne, Gefrierlasagne und das ganze Zeugs. Also kannst du Glück haben, wenn du mal Brokkoli findest in den ganzen Käse. Ich finde, er ist ein großes Opfer, auch Drachenlord. Ich habe mich mit dem jetzt nicht mega krass befasst, aber wenn ich halt sehe, dass irgendwelche Leute auf seinem Grundstück standen und Böller geworfen haben, hat man auch schon millionenmal das Thema. Kann ich verstehen, dass er irgendwann mal austickt, jemand mit einer Taschenlampe verprügelt. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin's da auch leid. Also Leute, die da hingehen und ihn terrorisieren, die sind kein Stück besser, haben wir alles auch schon gesagt. Und der Typ ist natürlich asozial, der Typ ist kontrovers, der lügt und bla, all das. Ja. Aber ich glaube, jeder Einzelne würde irgendwie eine kurze Schnur haben, wenn irgendwie jahrelang bei dir auf dem Hof die Leute rumstehen. Ja. Deswegen finde ich das alles irgendwie ein bisschen dumm. Aber wenn er jetzt ja in so eine Therapie oder was auch immer gehen muss, ist ja vielleicht mal was. Therapeuten. Sein Haus existiert nicht mehr. Das habt ihr mitbekommen. Wurde abgerissen, ja. Voll sad. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich das Schlauste, was dieses Dörfchen da machen kann, wenn die Ruhe haben wollen. Sonst, ich habe aber gesagt, Museum. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Aber dann wird es natürlich nicht ruhiger in dem Dorf, ne? Und das. Ja. Da haben sie gesagt, okay, wir kaufen das jetzt und rupfen es schnell weg und gut ist. Die hätten das so abtransportieren müssen. In meinem Heimatdorf haben sie auch im Nachbarhaus, es war so eine Töpferei, abgebaut und wieder in so ein Freilichtmuseum aufgebaut. Ja, weißt aber du? Ich glaube, die Töpferei hatte sicherlich noch so eine gewisse Bausubstanz. Das hätte die Schanze, glaube ich, nicht zugelassen. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, gut. Drachenlord ist noch in Freiheit, freut mich. Hoffentlich hört er jetzt auf mit dem ganzen Quatsch. Ja, vielleicht kommt er ja in 2 Jahren dann wieder, ist so voll schlau, voll dünn. Genau, voll schlau. Oder halt Motivationsreden. Ja, ich könnte es auch schaffen, ich war mal fett und Internetmobbing-Opfer und jetzt habe ich hier die schönste Frau der Welt und so. Und dann macht er bestimmt dann so Coachings. Ich hab Nietzsche gelesen, Leute. Er nennt sich Maximum Drache. Dann. Maximum Drache, ja. Ja, stimmt, er hatte damals schon den Lord Abaddon rausgefordert in einem Headbanging-Battle-Duell. Hat er, ja. In so einem Video. Schön, der Drachenlord. Ja, dann bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei so einer tiefgreifenden YouTuber-Sache. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Ding jetzt hier vorlesen soll, aber der Kalle, nicht unser Kalle, sondern Kalle von Spandau, mit dem ich auch schon ein paar Mal Magic gezockt habe. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt, scheinbar nee, nicht. Der macht eine große Pause jetzt und hat dazu einen längeren Text geschrieben. Eigentlich ist er gar nicht so lang, aber er sagt halt, dass er eine Pause braucht und hat zunehmend Kopfschmerzen und dass ihm dieses ganze Streamer-YouTuber-Game so ein bisschen abfuckt, weil irgendwie alles geht nur um Zahlen und man muss machen, 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 weißt du, und du bist weniger wert, wenn die Zahlen zurückgehen und sowas. Das ist jetzt so grob runtergebrochen. Und da will er jetzt Pause machen und tatsächlich bis Rest des Jahres, erwähnt er. Und das ist schon ein großer Step. Also wenn du so als Influencer irgendwie ein Jahr weg bist oder ein Dreivierteljahr, das kann schon sein, dass du dann auch nicht wieder reinkommst. Ist wahrscheinlich meinst nicht du, das kann passieren? Kann das passieren? Meinst du, das geht, dass man dann keine Klicks mehr hat? Das geht, ja. Krass. Ja, aber das ist ja auch so eine Sache. Da können wir gerne mal drauf eingehen, weil also ich musste und wollte mich da auch einfach von lösen, von diesem Zwang irgendwie. Und von dem Gedanken, dass auch ein Video besser oder schlechter ist, wenn es das 10-fache an Aufrufen hat. So. Es ist natürlich cool, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber es macht natürlich das Video nicht besser. So. Und im Endeffekt ist es ja auch nur Exposure. Gerade heutzutage, damals mit Startseite und so, ging das ja noch leichter, dass sich dann ein Video verbreitet hat. Aber im Endeffekt heißen die Aufrufe nur, ja, es wurde halt irgendwo geteilt oder der Algorithmus also war wir, nett. Wir leben in einer Zeit von YouTube-Shorts. Qualität und Aufrufe haben nichts miteinander zu tun. Ja, also
Die sehe ich gar nicht, die Shorts. Also bei Instagram sehe ich das manchmal noch. So Reels heißen die, glaube ich, da. Aber so bei YouTube bin ich gar nicht da drin gelandet bis jetzt. Okay. Ist es ein Ding geworden? Ja schon. Die sind irgendwie hochkant und nur eine Minute lang, das ist da irgendwie die Regel. Und dann hast du halt Shorts. Also ja. So TikTok-mäßig. Und das ist auch ähnlich wie bei Instagram. Also der Grundgedanke ist, dass die Shorts quasi in einer anderen Bubble präsentiert werden. Dass über Shorts Leute dich sehen, die dich sonst nicht sehen würden. Keine Ahnung, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Könnte man vielleicht in diesem einen Video, was ich da mal angedeutet habe, mal austesten. Aber das ist ja auch jetzt das neue Ding, dass man ja am Handy sitzt und so nach oben scrollt. Ein Video und oben scrollt, hochscrollt und ganz kurz Videos sich anguckt. Ja, so mit irgendwelchen PC-Stimmen, die dann so ganz kurz so labern. This is my dog. My dog. Das kam auch von TikTok, dieser Trend. Ganz fürchterlich irgendwie. Das ist eine richtig hässliche Computerstimme, die halt den Text vorliest. Irgendwie ganz unangenehm. Ich hoffe, dieser Trend ist bald tot. Es wird nur noch Schlimmeres kommen, also freu dich bitte nicht. Es wird ja nicht besser. Wenn ein Trend tot ist, kommt ja kein besserer Trend danach. Ja, mal gucken. Ich finde es halt so heftig, wie der Algorithmus funktioniert. Also keiner weiß es ja so richtig. In der Waffenbar ist ja klar, dass wenn du so ein halbes Jahr nichts machst, dass du völlig geshadowbanned wirst, ne? Und das kaum noch irgendwie vorgeschlagen und aufgerufen. Ich meine, es wurde ja wahrscheinlich bei Nostradamus ein bisschen erlebt, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auch andere, die dann irgendwie mal eine Pause gemacht haben für ein paar Monate, die kommen nie wieder da hoch, wo sie früher waren. Wohingegen bei Mimi, der kommt ja jedes Mal wieder, wenn der nach einem halben Jahr wieder was macht. Ja, es ist halt die Frage, was genau. Ich glaube auch bei dem Kalle wird das nicht so sein. Wenn der wiederkommt, dann teilt das einmal Hand of Blood, sein bester Homie so. Mhm. Und dann ist er auch wieder am Start. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken drüber, aber ist trotzdem ein Step. Mimi macht ja auch so sehr aktuellen Content irgendwie und schießt immer irgendjemanden so. Der ist doof. Da kriegst du ja viel mehr Aufrufe wahrscheinlich, ist als so. Wenn du halt, weiß nicht, Pranks machst oder irgendwas. Wenn der jetzt ein halbes Jahr nichts macht und dann sagt, yo, ich mal jetzt mal wieder einen Schuh an, wird das wahrscheinlich auch nicht so viele interessieren. Ne? Stimmt. Ja. Aber ja, dieses grundlegende Ding, was er hier auch anspricht, ich mache einfach mal den ersten Satz hier ganz kurz. Ich brauche eine Pause, eine richtige, meine Arbeit, die selbst in unserer digitalen Welt noch immer nicht von allen als solche anerkannt wird, bereitet mir zunehmend Kopfschmerzen. Das ist vielleicht noch so eine Sache. Also ich will ja gar nicht mich da jetzt irgendwie vornehmen. Ich glaube, da bin ich noch relativ entspannt. Aber es ist ja trotzdem schon bei vielen das Mindset, dass so, yo, setzt dich da irgendwie 4-6 Stunden hin und machst einen Stream, das ist ja nichts, weißt du, du sitzt da ja nur und zockst, so. Nee, ist nicht ganz so. Ist halt vielleicht nicht ganz so. Ich habe selbst gemerkt, als ich mit Twitch angefangen hatte, ich habe ja das so ein Jahr vielleicht gemacht, aktiv so und einmal die Woche regelmäßig und es ist schon kräftezehrend, auch wenn ich manchmal nur eine Stunde oder zwei online war, dachte ich mir, krass, ich mache das andere, die so 5 Stunden online sind. Ich fand es da schon sehr anstrengend. Klar, es ist cool zu kommunizieren mit dem Chat, wenn er da ist, macht es noch mehr Spaß, aber so dieses sich was überlegen und aktiv dabei sein, da kann man nicht mal eben 5 Minuten kurz Pause machen oder irgendwie kurz verschnaufen, sondern musst du echt am Start sein irgendwie. Ja. Und das fand ich halt sehr, sehr ermüdend und das kann ich mir langfristig auch beruflich gar nicht vorstellen. Es ist ja auch was anderes, wenn einfach eine Kamera auf dich zeigt, so. Mhm. Also gut, bei mir ist dann auch so, ich betone ja dann auch gerne mal Schwächen und finde das ja auch lustig. Ich lache ja über mich selbst am härtesten, wenn irgendwie was wieder failt oder so. Aber weil zum Beispiel bei anderen Streamern ist das ja so ein Riesending, dass sie kein Backseat-Gaming wollen, ja, weil die das scheiße finden. Das kann ich schon auch nachvollziehen, auch wenn es für mich jetzt nicht so schlimm ist. Was heißt also, Backseat-Gaming? Dass der Chat sagt, hier, du musst doch das machen. Also es ist halt auch manchmal so von oben herab einfach. Ja. So, und wenn du da halt zu Hause in einem stillen Kämmerlein sitzt, schön angelehnt, weißt du, irgendwie die Kippe im einen Maul, die Pizza im anderen Maul und dann sagst du, hier, du musst doch das so machen, ist das halt was anderes, als wenn du da irgendwie im Stream 5 Sachen gleichzeitig machst und 10 Sachen beachtest und so und das einfach nicht so da auf die Ketten kriegst. Ja, manche Streamer sind ja auch so, die filmen sich beim Schlafen und kriegen da irgendwie Subs rein und so und machen halt überhaupt nichts. Oder ganz schlimm, wer sowas macht, also ekelhaft, Sarah-chan. Oder sind nur am Handy irgendwie 10 Minuten lang und machen irgendwas und dann ist der Chat voll lebendig und die haben 1000 Zuschauer live irgendwie. Das verstehe ich immer nicht so richtig. Also auch wenn ich vom Größten, weiß nicht, wo bin ich denn jetzt riesen Fan von? Selbst wenn Farid Urlaub jetzt irgendwie Livestream bei Twitch, da würde er nur am Handy sitzen und rumhängen und nichts sagen, würde ich da auch nicht einschalten. Ja, ist doch unwahrscheinlich, dass er das macht. Ja, natürlich, ja. Weder am Handy scrollen noch Twitch streamen, würde er beides nicht machen. Ja. Wer auch nichts mehr machen wird, ist der Schlagzeuger von Foo Fighters. Der ist nämlich gestorben. Auf Tour quasi. Yes. Oh, was war passiert? Sehr sad. Wissen sie noch nicht genau. Taylor Hawkins.
kann ich jetzt vom Namen her auch nicht vorher, aber ich wusste, dass die Band existiert. Ich habe die auch ganz gerne mal gehört, so ein paar Songs von denen. Und waren jetzt irgendwie gerade auf Tour und jetzt wurde der Taylor Hawkins halt mit 50 Jahren tot im Hotelzimmer gefunden. Und das ist sehr, sehr traurig. Ja, der arme Dave Grohl, ne? Irgendwas, das scheint nicht so angenehm zu sein, wenn sie seine ganzen Bandmitglieder umbringen. Stimmt. Wenn es ein Suizid war, wissen wir ja nicht. Kann ja auch irgendwie Alkohol, naja, oder also ich hab, Hirnschlag. Ich habe vorhin noch gesehen, dass der Hashtag plötzlich und unerwartet gehijackt wurde von Leuten, die dann natürlich wieder Corona-Leugner sind oder Impfgegner. Ja, wurde frisch geimpft. Hä? Ja, dann war so der Konsens, aha, der ist die ganze Zeit nur hier für die genmanipulierten Impfleute aufgetreten und jetzt, huch, ist er gestorben. Mhm. Wer da einen Zusammenhang sieht, ja, alles ist so. Es sind auch ständig so Corona-Leugner gestorben und Impfgegner. Da hat auch keiner gesagt, oh. Umgibt sich mit irgendwelchen geimpften Leuten, ungeimpften Leuten ist jetzt gestorben. Ja. Gut, kommen wir doch vielleicht doch mal zu einer fröhlichen Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es nämlich in die Oase gepostet. Ich fand es super witzig. Kim Jong-un in einem Kurzfilm, wie eine neue Rakete gestartet wird. Stimmt. Hast du nicht gesehen? Ich habe nicht gesehen. So ein richtig schlechter Early 2000er Trash-Scheiß. Wie er so ganz langsam, also in Zeitlupe aus dem Silo rausgeht, hinter ihm diese Rakete und drei verschiedene Shots, wie er in irgendeine Richtung zeigt, zu seinen zwei Generälen, die links und rechts laufen. Und es ist wirklich so richtig, richtig schlecht. Ist jetzt ein Schauspieler geworden, ja. Der ist jetzt ein Schauspieler geworden. Wenn du dir da irgendwie Olaf Scholz vorstellst, wie der da so... Wie der da, oh, ja. Wie der da so hier, da... Und im Endeffekt ist seine Rolle in diesem Film... Ja, in diesem Kurzfilm, 2 Minuten, so ein Trailer halt, wir haben jetzt neue Raketen, cool. Die gucken alle drei auf eine Uhr, ja, wann quasi der Start wäre. Mhm. Und dann guckt er kurz in die Kamera und nickt den anderen zu und dann wird die Rakete gestartet. Geil. Also eigentlich ist seine Aufgabe nur auf die Uhr zu gucken. Ein Badass. Und dann zu sagen, okay, ihr dürft jetzt. Andere machen es umgekehrt, ne? Die sind erst Schauspieler-Stars und werden dann irgendwie Präsidenten und Kanzler und der macht umgekehrt. Der ist erst Führer und jetzt ist er Schauspieler. Also ich hoffe, dass das tot gemimt wird. Ich fand es sehr, sehr witzig. Ja, voll nice. Das braucht es viel mehr, glaube ich. Ich finde es cool, wenn Scholz mal so Videos drehen würde, so YouTube-Shorts zum Beispiel. Einfach mal sagt, hier Leute, jetzt sind die Gaspreise gestiegen, hier gibt es auf die Kralle 100 Euro für jeden, zack, zack, und macht dann so ein cooles Meme dazu oder so einen Tanz. Ich weiß nicht, wenn das wirklich passieren würde, weiß ich nicht. Das ist aber schon wieder so kringelig wie Herr Amthor. Wenn du es etablieren kannst, wenn du es cool machst, es braucht mal einen coolen Kanzler wie Obama. Kein mega geiler Typ, ja, auch Kriege angefangen, keine Frage, aber er war wenigstens cool und lässig. Und der ist auch bei Talkshows aufgetreten, so bei Jimmy Kimmel und so. Und hat halt so übelst coole Sachen gemacht. Ja, und das hat eine gewisse Leichtigkeit, wenn man das so erzwingt. Weißt du, so ein Olaf Scholz kann jetzt halt eine coole Aktion machen und wäre halt trotzdem nicht cool. Ja. Betet auch immer dieselbe Scheiße runter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den. Willst du Merkel zurück? Auch, also... Können wir einfach, weiß ich nicht, habe ich nur die beiden Möglichkeiten? Also. Aktuell gibt es nicht so viel gerade. Aber auch Merkel ja nicht, aktuell. Ja, deswegen, schwierig. Ja, komm, Gysi. Gysi macht's. Gysi? Ja, der könnte der dann Kilgore. So hier, und jetzt zündet die Rakete. Der würde das machen, der ist ja auch auf Bühnen und macht so Talkshows eigene. Der ist so ein Showtyp. Ja, der ist gewitzt auf jeden Fall, besser mit links. Ja. Der hat auf jeden Fall Adrenochrom in sich. Der, weißt du, wie jung der aussieht? Stimmt. Alter, ich finde das übelst krass. Wo er auch schon irgendwie 70 ist oder so? Ich glaube, ja. Aber seine Lippe ist schief. Na, ekelhaft. Nee, aber das sah echt vor 40 Jahren genauso aus. Ja, das stimmt. Ist nicht gewachsen. Komisch. Ich habe dadurch das viele Lächeln im Leben einfach seine Jugend behalten. Ja. Oh. Ich finde, das sollten wir alle jetzt mitnehmen. Okay. Was wir auch bald mitnehmen können, das sind Ermäßigungen beim Spritpreis. Oh, da komm, das habe ich noch nicht ganz... Zeig mal. Ich will nicht spoilern. Soll ich es dir erzählen? Ja, erzähl. Und zwar gibt es eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommenssteuer. Ich weiß nicht, wie sie es regeln wollen, genau. Also was heißt das, wenn du von 300 Euro über... Ach so, also hinterher kriegst du das dann. Wahrscheinlich wird es über die Steuer abgerechnet, dass du es halt nicht zahlen musst und so weiter. Das vermute ich jetzt mal, dass da wahrscheinlich die Betriebe auch wieder in Verantwortung gezogen werden, die es vorstrecken müssen. Hoffentlich nicht, aber erstmal geil, das Geld zu bekommen. Dann Spritpreissenkung für 3 Monate... Benzin um 30 Cent, Diesel um 14 Cent. Ja, ist okay. Also dann wird es ja rund auf 2 Euro landen, ne? Wahrscheinlich, ja. Auch nicht jetzt viel besser, aber immerhin. Ja. Dann ein neues ÖPNV-Ticket. 90 Tage für 9 Euro pro Monat. Das finde ich gut. Ist das für 90 Tage limitiert oder hat man das so 90 Tage?
Oder gibt es das nur die nächsten 90 Tage oder wie ist das? Habe ich nicht ganz verstanden. Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe euch nicht nachgeschaut. Ja, aber also was ist denn das? Ist das bundesweit? Weil ja. Das ist doch ein Unterschied, ob du in Weimar irgendwie das hast oder in Berlin. Nein, musst du ja hier kaufen wahrscheinlich. Das für Bimmelbahn gilt oder ist jetzt sicherlich kein Fernverkehr. Nee, nee, das ist ja ist Nahverkehr, Nahverkehr, genau. Ja. Nee, wenn du dir hier in Weimar das Ticket holst, ist es wahrscheinlich für Weimar gelten. So. Ach so. Was mich nicht betrifft, weil ich fahre hier nie mit dem Bus. Ich fahre Fahrrad oder ich laufe halt. Oder gehe auf allen Vieren. Dann einmal Bonus für Familien in Höhe von 100 Euro pro Kind. Scheiße, schnell eins machen. Ist auch die Frage, was doch ein Kind ist, ne? Ob die mit 18 dann nicht mehr gelten. Ach, ich glaube, vielleicht einfach dieselben, die Kindergeld kriegen, oder? Das wäre nice. Und eine Einmalzahlung von 100 Euro für SozialempfängerInnen. SozialleistungsempfängerInnen, genau. Ist BAföG eine Sozialleistung? Ich glaube nicht. Ja, immerhin, ich krieg das Heizgeld. Wohngeld, ne, stimmt. Wohngeld und BAföG, da kriegt man dieses Heizgeld, ne? Genau, voll gut. Ja, das finde ich ganz nice, weil sie wurden erst kritisiert, die Regierung dafür, mit Recht, dass sie irgendwie nichts machen wollen oder wenig machen wollen, aber jetzt entlasten sie irgendwie alle, sowohl die ÖPNV-NutzerInnen wie auch die Autofahren. Finde ich gut. Ist ein Anfang. Ja. Danke, Olaf und Christian Konsorten. Und Anna Baerbock. Da muss ich einen Tag weniger jetzt Müsli mit Wasser essen. Wahrscheinlich, ja. Gut. Schön, Tino. Ganz, ganz schön hast du das gemacht. Ich sag mal, Spritpreis, das zieht ja auch einen Rattenschwanz hinter sich, wenn man die ganze Lieferkettengeschichte und so mit einbezieht, ne? Also kann natürlich sein, dass das auch vorbeugt, dass Sachen teurer werden. Das kann passieren, klar. Wo wir gerade bei Änderungen und Bürokratie und so weiter sind. Ich habe vom Wachsel hier noch einen reingewachselt bekommen. Krankenkassen haben zu wenig Papier für Umsetzung der Impfpflicht. Finde ich schön. Ja, war ja klar, ne? So ein deutsches Problem wieder. Ja. Und dein allerbester Freund Richard David Precht sagt, wenn man Bürokratie abschaffen will, dann macht das mehr Bürokratie, weil dann Leute eingestellt werden, die damit beauftragt werden, die Bürokratie abzuschaffen. Ja, vorübergehend, oder? Es sei denn, die arbeiten scheiße, dann nicht vorübergehend. Also wenn die arbeiten wie alle anderen Bürokraten, dann... Naja. Ewiger Kreislauf. Ja, schön, Impfpflicht wird eh nicht funktionieren, oder? Ach, weiß ich nicht. Kommt sind wir gerade noch an dem Level, wo darüber ernsthaft geredet wird? Weil nee, irgendwie ist ja jetzt gerade allen alles egal, so mehr oder weniger. Ja, so eine Durchseuchung wird ja vermutet gerade. Ich meine, vor einem Jahr waren wir bei 200, jetzt sind wir bei 2500. Und damals waren auch schon alle voll panisch irgendwie. Die Meldung, oh, es haben in Weimar 3 Leute Corona, bleibt alle zu Hause. Und jetzt haben wir wie 2500er Inzidenz. Ja, aber bei dem jetzt. Vergleich zieht man ja diese ganze Impfung und Omikron ist schwächer nicht in Betracht. Ne? Ja, das ist richtig, aber dennoch, es ist halt krass, ne? Dass diese Zahlen so sprunghaft sind. Also ich finde, selbst die Impfung und die mildere Variante schwächt die Zahlen nicht so sehr ab wie 2500 zu jetzt 200 oder so. Ja, aber das Verhältnis von Krankenhausbelegung zu Fällen halt schwächt das total ab. Das ist wichtiger, das stimmt. Ja, das ist wichtiger. Aber wo führt das jetzt hin? Bin mal gespannt, ob wir diese Durchseuchung jetzt kriegen oder ob wir im Herbst wieder alle zu Hause bleiben dürfen. Ja, aber also nochmal Gamescom skippe ich auf jeden Fall nicht. Dann ist die jetzt offiziell oder? Dann noch ist kein Vorverkauf. Ja. Was ich sagen wollte, am Anfang hieß es noch so, ey, ich kenne keinen mit Corona. So, und jetzt werden die Zahlen immer dicht. Ich kenne keinen ohne Corona. Ja, ich kenne keinen, der noch nicht Corona hatte. Also Tino und ich hatten es noch nicht. Nee, noch gar nicht. Also nicht wissentlich. Ja, genau, stimmt. Vielleicht waren wir komplett asymptomatisch, aber ansonsten ist es echt ein bisschen Licht um mich herum, muss ich sagen. Bei mir auch, ja. Ich will mit Leuten schreiben, ja, was hast du heute Abend vor? Ja, Corona oder Quarantäne. Ich habe Corona vor, habe ich mir heute mal vorgenommen. Ja, ist echt krass. Richtig Bock. Ist echt krass geworden derzeit. Ja, wir haben ja auch in Weimar echt weit über dem Bundesschnitt gerade Inzidenz, also... Wir waren das ja mal war irgendwas so... Also in Weimar war entweder richtig low oder, ganz oder viel ganz höher oben. Als andere. Ja. Danke, Herr ganz Kleine. Komisch. Was sagen Sie eigentlich dazu? Der mag die Extreme, ist ein alter Extremist. Ja, das wahrscheinlich. Da glaube ich gar nichts mehr. Ja. Der ist ganz still geworden. Seit er von MCM gehört hat, dass MCM mehr Reichweite hat. Mir wurde erzählt von einem Kollegen, dass es wohl vor einigen Jahrhunderten oder vor ein paar hundert Jahren gab es in Russland auch schon eine Pandemie, die der Corona-Pandemie sehr ähnlich ist. Er hat mir erzählt, man kann es halt nicht mehr nachweisen, was es genau war, weil der Virus verschwunden ist. Aber es gab dieselben Symptome. Also es gab halt Atemnot und Schnupfen und so weiter, Geschmacksverlust und Long-Covid und so weiter. Long-Covid? Also wurde damit nicht so genannt, aber es gab auch schon Menschen, die berichtet haben, langfristig nicht atmen zu, oder schwer atmen zu können, langer Geschmacksverlust und Geruchsverlust. Und man vermutet heute, dass es halt ein Coronavirus war damals.
Und die Pandemie hat quasi 5 Jahre gedauert insgesamt. Und die hatten auch Maßnahmen, das heißt auch Lockdown und so weiter und Beschränkungen. Wann war das? Eher eine Endemie, oder? Ich muss mal kurz schauen. Naja, es wird ja. Wenn es nur in Russland war? Dann ist es doch eine Epidemie. Ach, meine ich doch. Epidemie, Russland. Ich habe es als Pandemie nachgeschaut. Russland-Panzer. Russische Pandemie. Das war die russische Grippe oder so. Von 1889 bis 1895 war die. Aber sind da Russen nicht gereist? Also wie ist das nicht weltweit gegangen, wenn das... Also, oder doch, war auch so. Die hatte da ihren Ursprung. Mhm. Ah. Die war auch weltweit später. Okay. Das ging 5 Jahre. Die hatten halt keine Impfstoffe. Mhm. Und hatten aber auch Maßnahmen wie Lockdowns. Das heißt, wenn es echt auch ein Coronavirus war, der ähnlich war, dann können wir uns auf 5 Jahre ungefähr einstellen. Ja, aber ich denke, die zweite Hälfte wird jetzt entspannter. Hoffentlich. Wir werden sehen. Fand ich nur als Side-Fact, das ist ja spannend, dass es schon mal gab, ein Coronavirus wahrscheinlich, der... Ich könnte mir vorstellen, dass es halt schneller geht, weil wir ja diese Globalisierung und jeder knutscht mit jedem weltweit rum haben. Ne, dass es eigentlich schneller durchseucht, wenn es denn so ist. Ja, früher hatten die ja noch weniger Schutzmaßnahmen, die haben ja früher gar nichts gemacht, da gab es keine Sterilität großartig und so weiter. Ja, aber es gab auch so weniger Bewegung, wäre jetzt mein Argument, ne? Das stimmt auch, ja. Keine Flugzeuge, dies, das. Die hatten nur Schiffe und Skateboards. Ja, Scammte Bretter. Ich habe hier noch was Tolles mit der Überschrift Life is Plastic, it's fantastic. Ja, Mikroplastik gefunden in menschlichem Blut, um vielleicht doch nochmal auf diese Klimageschichte hinzudeuten, ohne von Haaren zu sprechen, sondern von Blut. Das ist schon schön. Also irgendwie 22 Leute getestet und in 17 war Mikroplastik im Blut und dann war auch noch die Rede von Nanoplastik. Mhm. Also die nächstgrößere Sache, glaube ich. Was wohl daher kommt, dass man... Bald haben wir einfach nur Plastik im Blut. Da konsumiert eben auch sehr viel, wo Plastik dran ist. Ne? Auch so Plastikflaschen zum Beispiel. Mhm. Da hast du immer so ein Mini-Bruchteil, was du halt in dich einpflegst. Ja, wenn du eine Cola trinkst oder auch ein Eistee oder so, da ist immer so ein bisschen Plastik mit dabei. Oder über Plastikgabeln. Mhm. Das ist überall Plastik um dich herum und nimmst es eben irgendwie auf. Ich frage mich, ist das ist nachgewiesenermaßen Mikroplastik im Blut gesundheitlich schädlich? Naja. Ist das nur so ein Ding halt? Also gut ist das, glaube ich, nicht. Ist ja das ist nicht mir klar, aber die Frage ist, ob es nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich ist. Die Auswirkungen auf die Gesundheit bleiben weiterhin unklar. Okay, also es bleibt aber zu hoffen. Also das Ding ist ja, es wird ja nicht weniger, weißt du, wenn es nur ein Promille ist, okay, aber wenn es dann 5% sind oder so im Blut. Ich glaube, das ist dann schwierig. Also das, ich glaube, selbst bei einem Promille ist das schwierig. Wahrscheinlich, ja. Ich sage ja nur, also die Dosis macht vielleicht das Gift. Auch über Klamotten. Auch über Klamotten bekommt man Mikroplastik in den Körper. Ja, ich fand übrigens deinen Vergleich schön, dass wir jetzt alle nur noch Polyester tragen, weil Baumwolle ist ja schlecht, weil das haben Schwarze mal geerntet. Ja. Das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Toll. Wo wir zu dem geilen Song kommen, Polyester, der ja hier auch zupasst. Ja, das ist ja... Ross besingt ja genau das. Dem war das ja auch klar, dass das Plastik den Menschen früher oder später ersetzen wird. Ja. Hoffentlich. Ja, aber weiß ich nicht, passt auch das Wasser auf, wenn der ganze Scheiß im Ozean schwimmt? Ich meine, Filter sind ja auch nur begrenzt mächtig. Ja, Nanosachen rausfiltern oder Mikrosachen rausfiltern, ist schwierig, wa? Mhm. Ich halt nicht, ja, ich denke schon. Also ist halt jetzt wieder ein Achtelwissen, ne? Aber frag mich halt, ob es wirklich so ist, dass man von diesem Bisphenol A halt hinbekommt. Irgendwann noch einmal mit solchen Melonen rum, wenn wir zu viel Mikroplastik in uns haben. Geil. So nice, geil. Hauptsache Titten. Aber wenn das gar nicht mehr abgebaut wird, dann vielleicht sind wir irgendwann in einer plastikfreien Welt, aber unsere Föten kriegen das dann durchs Blut und dann wird der Mensch immer aus Plastik sein. Ja. Ich habe aber eine nicht unwahrscheinliche Lösung gesehen, dass es Bakterien gibt, die ja Plastik essen und dass man die das irgendwie da als Waffe in den Körper reinballern kann. Ich dachte jetzt ins Meer oder so, dass dieses Plastik alles wegfressen. Vielleicht auch das. Ich habe mir sagen lassen, dass Bakterien im Blut auch wenn nicht das Grüne vom Ei sind. Ja, Bakterien haben wir ja überall so ein bisschen. Kommt auf die Bakterien drauf an. Und auf die Masse auch, auf die Menge. Also unser Darm ist ja quasi aus Bakterien bestehen. Ja, aber unser Darm soll ja nicht unbedingt Blut sein. Hm. Nee, das stimmt auch wieder. Spaß auf jeden Fall. Aber man könnte so eine Dialyse machen, dass man erst das Blut in so ein Bakteriengefäß macht, dann die Bakterien filtert und das Blut wieder reinmacht. Das können wir probieren. Finde ich jetzt trotzdem schwer zu machen, aber könnte bestimmt gehen. Gehen ja ganz viele verrückte Sachen. Wollen wir jetzt über den großen Elefanten im Raum reden? Was ist der große Elefant? Na hier, der Putin, Benjamin. Der Vladimir. Ach so, ja, red mal über den. Ich habe dann hier noch so eine Scheißigkeit, wenn der Putin dir zu anstrengend wird. Also Putin ist für viele Menschen endgültig durch, denn er hat J.K. Rowling verteidigt. Mhm. Ja, er hat nämlich gesagt, dass in Russland ist man tolerant und aufgeschlossen, da wird nicht gecancelt
Und dass gerade alle versuchen, Russland zu canceln, wie schon Leute wie J.K. Rowling. Das hat er gesagt? Ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Dass der Westen will Russland canceln und sobald jemand im Westen russisch ist, wird er gecancelt und ausradiert. Was natürlich nicht stimmt, weil gerade das Gegenteil der Fall ist, dass ja viele Medien und auch viele Menschen darauf aufmerksam machen, dass eben russische Menschen nichts dafür können, was da passiert. Mhm. Aber trotzdem will das Putin halt gerade so framen. Ja, die sind halt high on Propaganda. Also die sind ja auch nicht alle super unschuldig, aber ne, die ziehen das ja in sich rein, was im States-TV so läuft. Ich habe ein Video gesehen, wieder von dieser netten alten Omi, die wir ja schon mal besprochen hatten, die so eine Leningrad-Überlebende ist. Ach, die zwischendurch eingebuchtet wurde, weil sie demonstrieren war. Ja, und die wurde halt auch auf der Straße von so einem Mob übelst angeschrien. Sie sitzt da mit ihren Antikriegsplakaten und der Mob schreit sie halt voll so. Und die ist halt so eine kleine nette Oma, die da komplett zusammengefaltet irgendwie in der Mitte von diesem Moshpit ist. Und ja, also die sind ja nicht alle so, ey Putin, nee, das ist blöd, was du machst. Aber ja, Propaganda zum einen, halt, weil sie es nicht besser wissen, ne? Ja. Muss man eben auch sagen. Und es gab auch den furchtbaren Vorfall, dass bei einem Schusswechsel und Bombardierung ist auch ein KZ-Buchenwald-Überlebender getötet worden. Das habe ich ganz vergessen, ja. Boris Romanchenko, der hat seinen Platz, also hier in Weimar gibt es halt so eine öffentliche Ausstellung auf den Straßen Weimars. Da, wo ich immer skate. Da, wo auch Robin skatet, aber auch überall woanders, sind halt so ganz große Porträts von Buchenwald-Überlebenden. Und sobald die halt sterben, machen die dann immer so ein rosa Zeichen hin, wann die verstorben sind. So als die letzten Zeugen von Thomas Müller, ist die Ausstellung. Und da ist jetzt einer, der neben dem Atrium quasi platziert ist. Der ist gestorben, der ist Ukrainer und ist jetzt hat Buchenwald überlebt und den Zweiten Weltkrieg und kratzt jetzt ab bei einem... Und ist dann für so eine sinnlose Scheiße. Eine sinnlose Invasion gestorben. Mit Sicherheit ist der schon was älter. Also das rechtfertigt das nicht, aber... Ja, ist besser als ein Kind so, aber... Nee, ich denke nur, dass die ja, denke ich mal, alle bei irgendeiner sinnlosen Sache, wenn es ein Herzinfarkt oder sonst ja, was ist. Aber das macht es natürlich kein bisschen harmloser. Ja, 96 gewesen. Ja. Aber das ist ja noch tragischer. Also du wirst fast 100 so, hast so viel durchgemacht. Ja. Und dann wegen so einem Scheiß stirbst du einfach. Ja. Es ist so dumm. Hat er jetzt auch so ein Kärtchen drauf gekriegt? Der hat da ganz viele Blumen ja, drauf. Ja, hat er jetzt, genau. Ah, okay. Da gab es sogar eine kleine Mahnwache und eine Gedenkveranstaltung davor. Ich musste arbeiten, leider als es war. Ich bin auch hingegangen. Ja, krass. Also sehr sad. Und auch Ramelow war auch da. Ist ja doch alles irgendwie super nah irgendwie. Ja. Ist gerade da das Bild stand, das habe ich halt auch am Anfang nicht gecheckt so. Und dann, oh. Auch ja, gerade dieses Nahsein. Also ich habe auch Menschen in meinem Freundeskreis, die aus der Ukraine sind, die hier studieren in Weimar, die mir auch dann im Gespräch gesagt haben, dass ihre Eltern gerade geflüchtet sind. So ihre Mütter, die Väter dürfen ja nicht, die müssen ja kämpfen. Aber dass halt ihre Familien gerade irgendwie auf der Flucht sind und nicht wissen, wo sie sind teilweise und kaum Kontakt haben. Und bei meinen Eltern habe ich, glaube ich, gestern erzählt, außerhalb des Podcasts, dass bei meinen Eltern in der Nachbarschaft auch welche aufgenommen worden sind, ukrainische Flüchtlinge, die haben einen Affen als Haustier. Mhm. So ein kleines Äffchen mit Windel. Bin ich neidisch. Was da jetzt rumläuft. Da würde ich, also wenn ich einen Affen haben dürfte, würde ich auch Krieg in Kauf nehmen. Ja, voll. Oh, du bist ja heute gar nicht mehr zu spaßen. Ich mag keine Affen. Ey, Affen sind übelst geil. Pippi Langstrumpf hat einen Affen. Ja, ich mochte den nicht. Dumm. Ich habe den Namen vergessen. Kleiner Onkel war der Herr das Nilsson. Pferd, ne? Herr Nilsson war es, genau. Ähnlich spaßig, weißer Phosphor. Phosphor? Weißer Phosphor. Chemiewaffen? Ja. Ja. Wurden eingesetzt. Zumindest, also ich weiß nicht, ob das hundertprozentig bestätigt ist, aber... Ich glaube schon. Gut, weißer Phosphor ist auf jeden Fall richtig abartige Scheiße, so in der Kategorie von Napalm. Kann man laut Kriegsrecht darf man das einsetzen, aber nicht auf Zivilisten oder halt nicht so auf Menschen eigentlich, sondern überhaupt um irgendwie Nebel zu erzeugen. Und so. Ja, ich weiß. Also es wäre so ironisch, dass man noch Regeln aufsetzt, wie man Krieg führen darf. Es ist so, also klar, es ist gut, dass es das gibt, aber es ist halt so krass, man darf Krieg machen prinzipiell, aber nur wenn man das nicht macht, das ist so komisch. Es gab ein Videospiel 2011, glaube ich, Spec Ops The Line, was sich eigentlich so vermarktet hat als so ein typischer Shooter, aber das dann genau diese Erwartung umgedreht hat. Und da setzt du nämlich auch weißen Phosphor ein. Und dann merkst du, oh, aus Versehen habe ich jetzt hier tausende Zivilisten damit, oder hunderte, ganz so viele nicht, aber so damit in Schutt und Asche gelegt tatsächlich. Das kann halt echt für Putin jetzt richtig, richtig schlecht ausgehen. Also selbst wenn er jetzt gewinnen sollte, ja, im schlimmsten Fall, wird er als Kriegsverbrecher gelten und kann vor den Haag landen so und das, ja, ist er ja schon. Aber das ist halt,
dass er selber irgendwie, weiß ich nicht, in den Knast kommt, hingerichtet wird, das ist schon heftig. Also das eine ist ja, wie einen Invasionskrieg zu führen, dann hätte er ja vielleicht unter Umständen den Regeln nach gewinnen können und wir hätten nichts machen können irgendwie als Weltgemeinschaft, aber so durch diese Kriegsverbrechen, die er macht, hat er die Karte nochmal umgedreht. Vielleicht kriegt der Herr Putin noch einen Herzinfarkt, so wie der russische Verteidigungsminister. Ah ja. Hm. Echt ein Herzinfarkt oder war es eher ein Ich herzinfarkte dich mal? Ja, weiß ich vorher nicht. Vorher noch von Putin so eine Packung Teebeutel bekommen, ja. So als Geschenk hier von den guten Freunden wie von Vladek. Von Vladek Putin. Hat er sich gemacht und irgendwie einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Dumm. Ja, ist natürlich Spekulatius, ne? Wir wissen das nicht, aber da ist jetzt im Internet natürlich der Spekulatius groß. Ja, aber das führt das hin, wenn der die ganze Zeit seine eigenen Leute wegmeuchelt? Also so kommt man auch nicht an Personal, an treues Personal. Ja. Auch die Zahlen schwanken ja von den Kriegsopfern auf russischer Seite. Putin selbst sagt irgendwas bei 1000 sind gestorben von seinen russischen Leuten. Mhm. Aber andere Medien behaupten was von 50.000 toten russischen Soldaten. Das ist gerade richtig, also typisch Kriegspropaganda halt, ne? Also ich habe 15 gehört. 15 Stück? 15.000. Ja, ich glaube, dass die ukrainische das ein bisschen, also man vermutet immer, dass der Gegner die Zahlen hochschraubt und der eigene quasi das immer so ein bisschen runterschraubt. Wahrscheinlich wird die Wahrheit so dazwischen irgendwo liegen, dass die Zahlen sich da einpendeln. Na gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Larifari, da würde ich mal ganz kurz drüber reden wollen. Ja, das habe ich tatsächlich gesehen, weil Imp ja gerne mal auf Instagram sowas postet von Funk oder von so, ne? Und da geht es unter anderem um Scheiden, ja, also das weibliche Dickpick quasi. Und da bin ich auf so einen kleinen Zwiespalt gestoßen. Also hier heißt es, Scheide, veraltete Bezeichnung für die Vagina, ja. Scheide und Vagina werden oft fälschlicherweise statt Vulva verwendet, gehe ich mit, ist richtig so. Vulva ist das Äußere. Kritik suggeriert, dass das Genital dazu da ist, um etwas hineinzustecken. Was aber nicht, also Scheide, ne, ist kritischer Begriff demnach. Vagina allerdings nicht. Und da steht, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Scheide des Schwertes oder Hülse. Ja, wo auch Sachen reinsteckt. Ja, also man hat jetzt eine Sprache mehr dazwischen, dann ist okay. Ja, genau. Also Scheide ist nicht gut. Aber das Ding ist. Aber dasselbe Wort in Latein ist okay. Aber weiß ich nicht, inwiefern ist denn eine Scheide nicht dazu da, um was reinzustecken? Also so rein biologisch ist es ja ziemlich genau dafür da. Das ist auch die Sache, die ich damit habe. Natürlich, kommt da auch ein Kind raus, aber das kommt ja auch nur raus, wenn vorher etwas reingesteckt wurde. Ja, man nennt es, wie man will. Imp meinte gestern auf der Kiwi auch zu mir, zu dem Thema, dass wir einfach Vagotze nehmen sollen. Ich glaube, da können sich alle drauf einigen. Vagotze klingt einfach wundervoll. Also hier gibt es so einen feministischen Vorschlag, der war Vulvina. Nee, Vagotze. Ja, Vagotze klingt auf jeden Fall sehr viel besser. Wolverine. Und ist auch ursprünglich von einer Frau und nicht von uns. Ja, also Tina hat ja das allererste Mal Vagotze gesagt. Hat sie? Ich weiß nicht mehr genau, was sie hat. Ja, okay, gut. Tina hat Vagotze etabliert und ich finde, das ist einfach wunderschön. Okay. Zeig Vagotze. Und kommt die Kritik wohl daher, dass halt eine Vagina nicht oder eine Scheide nicht in erster Linie dazu da sein soll, was reinzustecken oder wie? Also, dass man das nicht so framen will, von wegen, es ist nur dafür da, sondern dass es eher so ein Side-Effekt sein soll. Ja, es ist halt was anderes. Beim Penis ist es ja so, dass beides aus der gleichen Röhre quasi kommt, so. Aber hier ist es ja getrennt. Also, der Urinkanal und der Geschlechtskanal sind ja getrennt da. Wer kritisiert denn das eigentlich? Naja, ist wieder so ein Unterding von Funk, Glanz und Natur. Ich habe unten zwei separate Löcher, ich will nicht, dass man das so... wer beschwert sich denn? Ja, weiß ich nicht, wer sich beschwert. Und was heißt eigentlich Penis übersetzt? Ding zum Reinstecken. Ja, wahrscheinlich. Ding zum Reinstecken, wie gut. Ja, ist halt wieder so ein relativ großer Funkbeitrag auf Instagram gewesen. Ich frag mich, was aus Funk noch werden soll, echt. Ja, und also ist jetzt quasi nur Scheide jetzt nicht mehr möglich, aber Vagina geht nicht. Naja, es ist wahrscheinlich möglich, aber es wird halt kritisiert, so, weißt du? Vulva und Co., was ist der Unterschied? Also, weil die Leute das nicht checken, dass Vulva und Vagina was anderes ist, soll es jetzt Vulvina heißen, laut dieser Feministin und laut Funk. Und soll den diskriminierenden Teil von Vagina bzw. Scheide abschaffen. Okay. Vulvina bezeichnet das vollständige Genital. Lass mich raten, es wird es nicht abschaffen. Also, ich habe mir das alles durchgelesen
und verstehe aber nicht ganz den diskriminierenden Teil. Außer, dass man halt sagt, hier suggeriert, dass das ist, um was reinzustecken. Doch, halt in erster Linie soll es halt nicht dafür da sein, um was reinzustecken. So. Ey, ganz kurz. Penis kommt aus Latein und heißt Schwanz. Es ist kein Schwanz. Ja, stimmt. Schwänze sind normalerweise hinten, nicht vorne. Und ich würde mal Penino vorschlagen. Ja, das ist sonst diskriminierend. Ja, ich will's jetzt auch gar nicht. Ein Pinocchio. Süß. Wenn man lügt, wird's lang. Stimmt, ja. Ja, schön. 30 Zentimeter mindestens. Ja, genau. Ich sind nur 12. Also, ich weiß nicht. Ich will auch gar nicht so, ich will echt nicht zu ignorant sein, was das angeht. Aber, also, wo kommt diese Gedankengymnastik her, dass das diskriminierend ist, wenn ich sage Scheide? Ja, ich sag mal, dass... Wenn ich den medizinischen Begriff verwende. Das Geld, was in Funk reingepumpt wird, muss ja auch in irgendwelche klugen Köpfe reinfließen. Reingesteckt werden. Ne? Sozusagen, ja. In die Scheidenköpfe. Wir sollten, also können wir einfach die GZ zu Scheide umbenennen, weil da ist, wo man Geld reinsteckt. Stimmt. Der Scheidenbeitrag. Und unsere Beträge nehmen wir einfach das Volksschwert. Ja. Finde ich gut. Ja, aber Haushaltsschwert. An dieser Stelle gerne ein Appell mal an eine weibliche Zuhörerin, gerade hier. Eine Person mit Vulva Vagina. Ich möchte gerne, dass ich da erleuchtet werde, ja. Keiner sagt, dass wenn du eine Scheide hast, da etwas reingesteckt werden muss. Aber rein biologisch ist es ursprünglich dafür da, dass so halt Kinder entstehen. So, aber auch der Mund kann ja auch Scheide heißen. Stimmt, das ist ja auch zum Reinstecken. Die Nase, alles. Ja, Ohren auch. Ja, oder wie meine Oma zu sagen pflegte, Querfotze. Schön. Meine Oma. Querfotze? Mhm. Zu denen da unten oder zum Mund? Ich glaube, das hat sie eher zu was anderem gesagt in einem rassistischen Kontext. Ach so. Aber ich glaube, zum Mund würde es mehr Sinn ergeben. Uiuiui. Ja. Oma. Aber das sind halt Rentner, ne? Das ist. Aber ich finde es ja auch echt abartig, dass wir drei Männer, uns weißen Cis oder so Männer uns das hier gerade rausnehmen. Noch hier darüber, weiß ich gerade gar nicht, was das bedeutet, ist auch egal. Eine Cis ist, wenn du deinem Geburtsgeschlecht übereinstimmst. Ah ja, okay. Wir reden ja darüber, dass wie Frauen ihre Vulvina nennen, das ist ja einfach richtig abartig. Wir sollten mal Betroffene einladen. Ne, das sage ich ja auch nicht. Also die dürfen ja gerne Vulvina sagen, ja? Das ist ja gar kein Problem, es muss ja trotzdem... Was kommt als nächstes? Es will einfach nicht aufhören, es kommt immer mehr Scheiße. Nein, es muss ja dann einfach nur... Also medizinische Fachbegriffe muss es ja geben, so. Ja. Und das wird wahrscheinlich nicht Vulvina in der Zukunft. Das Organ, das nicht genannt werden darf. Genau. Ja. Lord Vulvamort oder so. Der Vulvamort. Ja, ich habe mich auch auf diesem Glanz und Natur dann mal ein bisschen umgeschaut. Ist jetzt natürlich nicht alles scheiße. Ich will das jetzt gar nicht so runterreden, aber das sind dann irgendwie, ich finde es gerade nicht, da waren so zwei Posts hintereinander. Der erste so, ey, was ist euer favorisiertes Ding? Intimrasur bei der Frau, ja? Mhm. Ich glaube, das hier ist es das. Nee. Und direkt der nächste Post danach war, ich will es jetzt echt nicht falsch wiedergeben, aber so, ich bin unrasiert und wer das nicht akzeptiert, der ist scheiße oder irgendwie sowas, ja. Seite fragst du, was magst du? Hm. Und dann aber, ey, wenn du das nicht magst, dann ist das nicht cool. Ja, das ist ein Widerspruch. So. Ich hatte auch bei Tinder vor ein paar Tagen eine Person, die weiblich gelesen war und die im Profil hatte, ja, ich habe Achselhaare, ja, ich habe Beinhaare, hatte so drei Fotos von ihren Beinhaaren und Achselhaaren drin. Und ich dachte mir, ja, schön, dass du das machst, so, ist ja voll okay so, aber wieso musst du dich halt darauf so fokussieren? Manche Leute identifizieren sich über ihre Körperbehaarung. Ja, ich fand es auch jetzt nicht schlimm. Ich dachte mir, wenn das deine ganze Persönlichkeit ist, weißt du, ich finde es genauso wie mit den Travelern bei Tinder. Oh, I'm traveling und so, ich bin Weltenbummler. Die war einmal im Urlaub auf weiß ich nicht, Malediven mit ihren Eltern so und ist jetzt ein Traveler. Oder weiß ich nicht. Schwierig. Ja, die Leute... Halt überkompensieren, weil die sich irgendwie dadurch angegriffen fühlen, dass die Mehrheit sich ihre Achsen rasiert und weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Aber voll okay natürlich. Das können die ja alles machen, aber ich muss es ja nicht gut finden. Ja, man darf eine Präferenz haben. Wie ich auch bei meinen Stories hatte, von wegen irgendwie, weißt du, wie ich Männer unter 1,80 nenne? Freunde. Das ist irgendwie so, es ist, finde ich, sehr toxisch, aber irgendwie auch wieder okay, weil ich finde, wenn du eine Präferenz hast, auf große Männer zu stehen, ist es voll okay. Aber dieser Spruch ist halt, finde ich, sehr toxisch. Ich habe einfach den Verdacht, die gute Frau hat einfach keine Freunde, weil solche Leute mögen solche Leute nicht.
es ist halt ein Unterschied, ob du das da in deine Bio extra reinschreibst, weil wenn ich in meine Bio reinschreibe, Frauen über 90 Kilo, nein, danke, oder das sind nur Freunde. Das ist Bodyshaming. Ja, gut, ja, ja. Aber abnehmen kannst du halt, größer werden nicht. So. Ja, das stimmt wiederum, ja. Dann ist halt assi, deswegen kannst du ja diese Präferenz haben, aber wenn du sie so nach außen trägst, finde ich das dann halt wieder irgendwie... Ich hatte auch vor 2 Jahren ein Gespräch bei Tinder mit einer Person, also mit einer auch Frau. Und sie meinte halt irgendwie, wir haben es voll gut verstanden so und wollten auch nichts Festes und so, war echt alles nice, haben tagelang geschrieben. Und kurz vorm Date fragt sie mich per WhatsApp, wie groß ich eigentlich bin. Mhm. Und ich meinte so, ja, ich bin so 1,75 ungefähr und ich war blockiert. Ohne Kommentar. Finde es heraus oder so, also da hätte ich mich nicht drauf eingelassen. Aber ohne Kommentar blockiert. Das fand ich so krass einfach. Mhm. Schön, ja. Doch. Ja, und ich würde sagen, bei anderen Sachen, also wenn es jetzt irgendwie, wenn es da zum Techtelmechtel käme und dann siehst du, oh, die ist jetzt voll rasiert und du findest das halt nicht so ästhetisch, ich glaube trotzdem, dass das okay wäre, ja. Weißt du? Aber dass du sagst, Alter, jetzt gehe ich, so, das würde auch wahrscheinlich auch das kannst du ja machen, ich meine, das gibt es ja auch, dass man während des Sex noch feststellt, ich finde es gerade nicht geil, lass mal aufhören jetzt, Konsens, auch das kann man immer noch machen. Aber fändest du es blöd? Angenommen, man hat jetzt eine Dame, die ist irgendwie übelst unrasiert. Hm. Und man sagt ihr, ey, ist mir nix, ne, finde ich so gut. Kannst du dich rasieren? Und das zu sagen, also in der Hoffnung, dass es halt macht, das ist ja halt auch nicht falsch, nehme ich an. Hm, würde ich nicht machen. Also ich würde dann eher sagen, ist nicht mein Ding. Also ich bin ja eh eine Person... Kann sie ja von sich aus. Sie kann es von sich aus machen, aber man kann ja offen kommunizieren, irgendwie ist es nicht mein Ding. Ist so, ist nichts gegen dich, aber ich stehe halt nicht so drauf. Aber ich finde es cool, dass du es machst. Wenn man so verpackt ist, ist es cool. Ich bin ja eh eine Person, der sehr offen ist. Mir ist es, glaube ich, egal, ob eine Person behaart ist oder nicht behaart ist. Kann es sein, dass es ihr genauso egal ist und wenn du halt sagst, hey, so ist es besser, dass es dann vielleicht macht? In einer Beziehung oder wenn man eine F Plus hat, die man halt mehr erkennt, so. Ja, na gut, da erkenne ich das eher. Also, man kann auch sagen, okay, ist mal spontan nicht rasiert, was machen, aber es ist mir jetzt so nicht begegnet. Wir können ja Kompromisse machen, eine Hälfte. Das ja, fände ich übelst lustig. Da wäre ich sofort dabei. Ja. Ich kenne es aus einer Beziehung, dass man manchmal so sagt, irgendwie, ich finde dich hübsch. Unrasiert, aber ich finde es schön, wenn du rasiert bist. Das finde ich noch schöner. Mhm. Da kann man dann sagen, okay, ich mach's für dich oder ich mach's halt nicht für dich. Und ja, das ist klar, genau. Dann genau. Ist beides cool. Naja, immer gefühlvoll, ne? Nicht, ja. Klar, ist natürlich logisch. Das kann doch eine Frau, wenn du nicht rasiert bist. Ja. Ich hatte halt mal in meinem Eis Haare drin und das war nicht so geil. In deinem Eis? Ach so, ja. Oder? Darauf stehe ich auch so nicht. Bei, in so einem Bäckersladen in Oberweimar. Mhm. Ein Kumpel von mir hatte Wurstpelle im Eis und ich Haare. Boah, ich finde die Wurstpelle irgendwie schlimmer. Nee, ja, ich finde Haare tatsächlich auch schlimmer. Haare, also so ganz kurze, ganz ja, kurze Haare oder so. So lockig, so ganz ja, kleine schwarze lockige. Ja, nein, nicht ganz so lockig, aber waren schon gebogen so. Wir ficken das Eis noch selber. Und ja, also Haare sind halt für mich einfach schwierig. So, du willst ja halt nicht unbedingt auch Mund haben hinterher und so. Muss nicht sein. Aber das ist auch nur mein Ding. Ja? Ich finde halt auch Kopfhaare, die plötzlich in meinem Essen sind, da schauert sie mich. Mhm, obwohl ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt das Logischste ist, aber wo ich habe zu dem Thema noch eine letzte private Story, dass ich vor 5 Jahren eine Beziehung hatte mit einer Frau und wir waren Falafel essen. Und auf ihrem Teller war in einer Falafel so und hat so ein Haar rausgeguckt irgendwie. Mm. Und ich sag ihr das, pass auf, den Namen jetzt nicht nennen, ich sag jetzt mal Charlotte. Hier, Charlotte, da ist ein Haar in deinem Falafel. Sie guckt mich an. Tino, bist du eklig? Ich sag, wieso? Das kann ich doch nichts dafür. Warum musst du mir das jetzt sagen? Jetzt habe ich gar keinen Appetit mehr. Sag ich, naja, willst du... irgendwie fair, also bei dir. Hätte ich es nicht sagen sollen, dass es einfach ist. Nee, es wäre auch nicht gut gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch dann getrennt. Habe ich dann gesagt, das hätte ich dir machen sollen. Ich weiß nicht, ich finde es aber jetzt unheimlich eklig. Du, das können wir auch gehen. Und da habe ich dann gesagt, hier, ich nehme jetzt die von dir, mach's Haar raus, du kriegst einen von mir. Dann bringst halt du kannst es doch so zurück zur Theke bringen, sagen, hier ist ein Haar drin, ich will neu. Also. Hat sie übelste Szene gemacht und wir waren nicht lange zusammen, es waren vielleicht so 3 Monate oder so. Aber das war, wo ich dachte, okay, das ist nicht für die Ewigkeit. Vielleicht hört sie ja auch zu. Also, sie hat... Grüße an Charlotte. Genau, an Charlotte. War ein dummer Move, aber ja, das fand ich halt echt seltsam. Sonst war sie cool, aber da. Warum habt ihr das nicht einfach zur Bedienung gebracht? Hab gesagt, hier, ich will neu haben. Also das ist ja. Weiß ich auch nicht mehr. Also, keine Ahnung. Wenn der beweisbare Haar drin ist in dem Falafel, dann ist es offenbar vielleicht auch nicht von dir, ne? Gleich. Hat sich halt dann rausgezogen, da war es für mich gut, ich hab's dann gegessen einfach so, aber ja, naja. Wie es halt so ist. Bah. Naja, aber gut. Das ist ganz kurz noch aus meiner Geschichte. Ich war ja in Irland 2012 und. Ich hab's auch eine Dame. Ich bin Traveler. Nee, ich war da mehr oder weniger unfreiwillig in so einem Bauernhof. Und da gab es so eine Dame, die halt auch nur wieder gekocht hat. Und da habe ich echt abgenommen in den 7 Wochen. Weil so 70% Essen, Rest Haare. Dann wirst du schon gut schlank. Also ekelhaft. War ja als Jugendlicher immer ein bisschen dick, aber nach diesem
7 Wochen war ich dann wirklich richtig dürr. Also auch zur Abnehmkur nach Schweden. Wie, wo war das? Irland. Irland, nach Irland. Also ja, es war eine Community für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Aber die Dame, die ja gekocht hat, war eigentlich nicht behindert. Nun. Haarausfall behindert. Könnte man sagen. Ja, der große Shovi-Podcast. Bitte berichten Sie uns, wenn wir Fehler gemacht haben beim Stammtisch hier gerade. Wenn ihr euch befähigt fühlt, wenn ihr eine People of Color seid, ja, die zum Thema kulturelle Aneignung was zu sagen hat, gerne Nachrichten an uns schicken für den Hörerwunsch oder vorbeikommen als Gast vielleicht, wenn ihr euch bewerbt. Wäre ich offen für. Vielleicht nicht im Inzidenzhoch hier, aber dann online vielleicht auch mal ein Discord-Gespräch, irgendwie so 10 Minuten genau, oder sowas, genau. Wäre ja auch mal eine interessante Sache. Genau. Ja, gerne. Genau, also bevor jetzt alle in die Kommentare schreiben, wir sind drei Weiße, nein, bewerbt euch bei uns und wir sind nicht mehr drei Weiße. Sondern so ist es. Gut. Weise. Was gehen wir in dieser Woche eigentlich jetzt? Ich denke immer noch 9. Ganz vergessen. Immer noch 9? Ich bin immer noch bei 9. Wegen Phosphor oder was? Phosphor, Drachenlord, alles, ja. Mhm. Krass, 9 finde ich ein bisschen hell. Ja, gut, klar. Stimmt schon. Es ist immer auch so, dass der Dritte Weltkrieg die ganze Zeit fast ausbricht. Das habe ich jetzt auch bewusst nicht angesprochen. Es war halt wieder so ein. Ich will da gar nicht in dieses Angstnarrativ rein, weil ich glaube, dieses ganze Getorke über nukleare Angriffe, das ist halt auch Teil der Strategie einfach. Mhm. Ach so. Und, aber diese Woche war es halt wieder so, dass Russland gesagt hat: hier nuklearer Angriff und die NATO hat totalen Krieg gegen uns erklärt. Invasion ist halt kein Krieg, aber Sanktionen, hier McDonalds wegnehmen, das ist dann totaler Krieg. So. Der hat so die Hosen voll. Jetzt kriegst du ja schon erste bestätigte Meldungen, weiß ich gerade gar nicht, wo es heißt: hier russische Truppen werden zurückgedrängt. Die haben 10.000 Leute eingekreist. Das gab es öfter mal so kleinen Gefechten, dass die Russen da irgendwie. Ja. Und wenn sich das Blatt jetzt schön wendet, also vielleicht wäre es ja eine 10, wenn Putin tot ist oder stirbt oder so. Da würde ich mindestens auf eine 9,5 mitgehen. Ja, können wir ja gucken. Also wenn Putin jetzt stirbt bald irgendwann und vielleicht die Regierung ausgewechselt wird und noch irgendwas passiert, keine Ahnung, der Drachenlord abnimmt, dann können wir der Woche eine 10 geben. Ja. Ich finde 9 ganz gut, weil ich finde auch, dass wir auch betrachten müssen, dass dieses Threadlock-Thema gerade richtig groß ist und es gibt gerade ein Thema, über das alle sprechen, was ja auch mit reinziehen kann. Ja, ist richtig, aber dann lass uns diese letzte Minute mal dazu nutzen, zu sagen, ey, Klimawandel, nicht Haare. Lass doch einfach mal warten, bis es mal wieder Zeit ist, die Politik nicht zu ändern wegen einem Tag. Ich meine, ist da irgendwo eine Überschwemmung? Ich glaube kaum. Wo Klimawandel? Ich sehe nicht. Also Threadlock. Also wenn wir unbedingt eine 9 wollt von mir aus, aber ich wäre sonst maximal bei 8,5, aber... Ja. Ich sag 9, ich find's gut. Na gut, so. Dann beuge ich mich. Ja, Leute, Klimawandel, macht mal was dagegen irgendwie. Geht auf die Straße demonstrieren, esst weniger Fleisch. Duscht kalt. Versucht Plastik zu verzichten. Kalt duschen mache ich nicht gerne, ehrlich gesagt. Ja, aber kennst du dieses, kurz gesagt, Video, dass dieses veraltete Narrativ von wegen hier, du musst jetzt ganz viel machen, auch nicht das Allergeilste ist? Nein. Ich stimme dir nicht komplett zu. Ja. Weil wenn es immer heißt, die großen Konzerne müssen, ja, aber wer bezahlt? Die Konzerne, der Konsument. Ne? Also es ist beide Seiten. Jein. Guck dir das Video mal an. Ich stimme dem nicht zu. Naja, halt bei Jein. Mit den veganen Produkten war es ja früher auch so. Ja, wenn du vegan isst, wirst du eh nichts ändern. Jetzt essen irgendwie 10% irgendwie vegan in Deutschland. Das Gefühl, es ist viel, viel mehr geworden. Und jetzt sehe ich überall vegane Regale bei Edeka und so. Mhm. Und Rügenwalder will sich auf vegane Produkte umstellen langfristig. Man kann schon was tun dagegen. Das finde ich halt, deshalb finde ich so ein Video schwierig, weil jetzt alle Einzelpersonen sagen, ich kann doch nichts machen. Nee, das sagt es ja nicht. Also das sagt es ja, ich glaube auch im Thumbnail ist es No mit einem Sternchen. So. Das ist natürlich nicht so, also du als Einzelperson hast nicht die Macht so, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass du was machst. So. Ja. Gandhi war ja auch eine Einzelperson. Ja, so. Und es ging ja darum, dass dieses Narrativ auch am Anfang von diesen ganzen großen Firmen etabliert wurde, um halt von sich abzulenken. Irgendwie die BPs, die gerade genau auch wissenschaftlich akkurat bis heute das errechnet haben, wie schlimm es wird und gleichzeitig gesagt haben, hier, ihr müsst jetzt mal was machen und halt darauf hinzusteuern. Deshalb muss man sowohl auf die Straße gehen, als auch sein Verhalten anpassen, weil man ist ja auch Konsument von BP. Wenn keiner mehr Auto fährt, dann hat BP auch reingeschissen. So. Ja. Gerne, also ich tue meinen Teil. Auf der einen Seite steht immer der Konsument. Also wenn beide Seiten was machen, Konsument und Industrie, ist am besten. Ich finde, beide sollten das machen. Es ist warm draußen, geht mal Fahrrad fahren, lauft mal irgendwie zur Arbeit. Das ist doch nicht schwer, wenn man es nicht weit hat. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es, glaube ich, effektiver ist, groß zu demonstrieren und damit es zu zeigen, als wenn man jetzt auf eine Plastikpackung
mehr verzichtet. Ja, aber wenn man auf die Plastikpackung verzichtet, macht man sich glaubhafter auf der anderen Seite. Ne? Richtig, das ein bisschen lebt auch. Ja. Eine Beispielfunktion. Ich gehe auch nicht mit Fridays for Future Demo was mit Bubble Tea im Plastikdings zum Beispiel. Ja, weil Bubble Tea scheiße schmeckt. Genau. Bubble Tea braucht auch ehrlich gesagt keiner, Tino, muss ich sagen. Ja, das war auch eine Lösung, für die es ein Problem brauchte. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es morgen kein Bubble Tea mehr gäbe, das wäre einfach raus, nicht schlimm. Da wäre ich raus. Da will ich nicht mehr leben. Na gut, dann beenden wir das jetzt hier. Tino stirbt. 10 von 10. Wie machen wir das? Gucken wir jetzt grüne Schwarz. Tschüss. Weiter. Achso, die Musik ist so laut. Was macht eigentlich, wenn einer von uns beiden stirbt, Robin, mit dem Podcast?